Ja, ihr Lieben, der Name Ballaststoffe, der dient jetzt nicht dazu, dass das Ballast für deinen Körper oder Ballaststoffe das Ballast für deine Seele ist. Ja? Es ist genau das Gegenteil. Ballaststoffe sind sehr wichtig für unsere Gesundheit und wir sollten täglich ungefähr 30 Gramm Ballaststoffe zu uns nehmen, weil Ballaststoffe sind wirklich der Treibstoff für deine Darmbakterien. Ja? Wichtig an der Stelle, ihr seht ja hier, ich habe hier eine kleine Tüte. Das sind Leinsamen im Ganzen, ja. Wichtig ist aber, dass in jedem Samen, dass die aufgespalten werden müssen. Entweder kauft die geschrotet, ja. Ich empfehle aber eher, wenn ihr zum Beispiel Leinsamenmehl kauft, ja, gibt es ja auch. Oder ihr kauft Chiasamenmehl, ist ja auch wichtig. Die Beispiele kommen ja noch. Habe ja tolle Informationen für euch vorbereitet. Ansonsten ist es auch die Möglichkeit vorhanden, dass ihr eine kleine Kaffeemühle euch kauft. Und da selber schnell die Chiasamen oder die Leinsamen wirklich kurz schrotet, ja. Ihr könnt daraus auch Mehl machen. Das ist eine super Empfehlung, habe ich selber jahrelang so gemacht. Ansonsten haue ich die immer so, wie sie sind, in meinen Smoothie rein, ja. Das ist auch sehr, sehr gut. Ballaststoffe machen nicht nur dein Leben leichter. Ein Mangel an Ballaststoffen kann wirklich zu sehr starken Entzündungen in deinem Körper führen. Und ihr wisst ja, Entzündungen, ja, sind nicht gut. Da können auch Gelenkprobleme oder andere Krankheiten entstehen. Deswegen sind Ballaststoffe wirklich wichtig für deine Gesundheit. Ballaststoffe sind sozusagen Pflanzenfasern, ja, von Nüssen, Vollkornbrot und Gemüse. Sie stabilisieren außerdem, wenn du genug Ballaststoffe zu dir führst, deinen Blutzuckerspiegel. Allgemein sind Ballaststoffe sehr gut für die Verdauung. Sie schützen dir vor Krankheiten, sind gegen Bluthochdruck. Es gibt an dieser Stelle genau zwei Unterschiede. Ja. Es gibt einmal wasserlösliche Ballaststoffe, ja, zu den anderen komme ich gleich, aber die wasserlöslichen Ballaststoffe, ja, die sind natürlich in Obst und Gemüse. Sie dienen den Darmbakterien als Nahrung. Wasserunlösliche Ballaststoffe, die sind in Vollkornprodukten, in Hülsenfrüchten und die quellen quasi in deinem Dickdarm auf und geben dir das sogenannte Sättigungsgefühl. Ja. Deshalb ist es immer wichtig, wenn wir von Ballaststoffen reden und von einer ballaststoffhaltigen Ernährung, dass ihr euch die Zeit gibt, über mehrere Wochen euch daran zu tasten, was super wichtig ist, weil es können natürlich erstmal Blähungen und so weiter entstehen. Aber wir hatten ja auch das Thema Magensäure und basische Ernährung. Das gehört für mich immer im Verhältnis. Und wenn man alles optimiert über einen langen Zeitraum, kann nur immer mehr Gesundheit bei rauskommen. Aber trotzdem ist wichtig, sich immer vielseitig zu ernähren. Ja, nicht immer nur einseitig. Weil ich habe zum Beispiel mal die Erfahrung gesammelt, wenn man nur eine Sache im Leben isst, dann können daraus sogar auch Allergien entstehen. Ja, und das hat mir auch mal eine Biomedizinerin auch Bestätigung mitgeteilt und ich hatte das. Ich hatte mich früher immer sehr, sehr einseitig ernährt. Deshalb heißt es ja auch so schön, die Dosis macht das Gift. Gehen wir mal auf ein paar Beispiele ein. Ja, die gute alte Pastinake. Ja, 100 Gramm von Pastinake und 100 Gramm abgewogen ist nicht viel an Lebensmitteln. Ja, ich sag mal als Veganer aus Spaß, um euch mal wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, 100 Gramm ist wie eine Bockwurst, ja. Ich esse ja gar keine Bockwurst, ihr wisst aber, was ich meine. Ne? Jeder kann sich ja so eine Bockwurst vorstellen. Also 100 Gramm Pastinake haben tatsächlich schon 12 Gramm Ballaststoffe. Ja? Paprika ist ähnlich. Ähnlich ist außerdem auch Wirsing, Nüsse, Leinsamen, Chiasamen, ja? Natursauerteig, Brot. Ich habe natürlich auch viele Beispiele für euch mitgebracht an dieser Stelle, was Mehle zum Beispiel angeht. Ja? Wir backen ja auch immer wieder mal als Mensch, das macht ja auch Spaß. Versucht mal Mehle zu nehmen, wo Weizenvollkornmehle oder Mehle wie Dinkelvollkorn, Roggenvollkorn, ja. Natürlich sind Ballaststoffe allgemein für dich als Beispiel auf in folgenden Dingen enthalten, ja. Hülsenfrüchte, Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Erbsen. Alleine nur bei den letzten Beispielen, da ist es schon so, ihr Lieben, dass da 100 Gramm schon 7 Gramm Ballaststoffe enthalten sind. Weitere gute Beispiele könnt ihr euch auch noch selber informieren. Kommen aber noch mehr in diesem Video. Ja? Ansonsten ist ganz wichtig immer zu beachten, dass ihr bei Lebensmitteln, die ihr kauft, seine Verpackung drum, natürlich sind die besten Lebensmittel, die keine Zutatenliste und keine Verpackung haben, die am besten lose auf dem Biomarkt sind oder direkt vom Feld kommen. Ja? Aber das geht ja nicht für jeden Menschen. Ne? Nicht jeder hat die Möglichkeit, ja. Jeder will ja auch mal irgendwie anders leben. Das ist ja ganz, ganz legitim. Ansonsten, ihr Lieben, es lohnt sich wirklich immer auf die Verpackung zu achten. Da steht ja immer auch der Ballaststoffgehalt dabei. Achtet mal wirklich drauf, wenn ihr, egal was ihr für Produkte kauft,
versucht einfach mal diese paar Sekunden, die Zeit euch kostet, ja, die ist es euch wert, darauf zu achten, wie viele Ballaststoffe sind denn in einem Produkt so enthalten. Ja, ansonsten, ihr Lieben, habe ich noch ein paar schöne Beispiele für euch vorbereitet, was auch Gemüse und so angeht. Gute ballaststoffreiche Kost ist natürlich auch Möhre, Sellerie, Schwarzwurzel, grüne Paprika, Rosenkohl, Blumenkohl, ja, selbst auch Erdbeeren und Äpfel, ja, das lohnt sich wirklich für euch, ihr Lieben. Ansonsten, was kann man denn an einem ganzen Tag aufgeteilt mal so essen? Wie gesagt, achtet immer auf die Vielfalt. Könnt zum Beispiel so machen, ja, mache ich auch öfters so, 2 bis 3 Portionen Gemüse, ja, für eine Person. Ja, klar, der eine ist ein bisschen mehr, der andere wenig, ja, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, ich sag mal, viele kleine Mahlzeiten sind eher besser, anstatt so Völlerei zu betreiben. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber das muss auch jeder selber sich entscheiden, weil es gibt nicht die eine goldene Regel. Ansonsten, wie gesagt, 2 bis 3 Portionen Gemüse am Tag und Hülsenfrüchte dazu. Ja, zum Beispiel könnt ihr 3 Scheiben Vollkornbrot essen, 4 Kartoffeln, dazu Obst, Nüsse. Wichtig ist an dieser Stelle, ihr Lieben, viele Menschen leiden ja immer mehr an Verdauungsproblemen. Und wir hatten ja schon ein Thema, wie gesagt, Magensäure, basisches und säurehaltiges Milieu, ja, und deren Optimierung, die ich euch da empfehle. Aber die wichtigste Sache ist wirklich, die ich gelernt habe, ja, wenn ihr zum Beispiel trinken wollt, viele trinken beim Essen, ja, bei den Mahlzeiten, die sie sich zu sich nehmen, viel zu viel. Die trinken nach dem Essen viel zu viel. Der Körper möchte das gar nicht. Natürlich ist es wichtig, ja, sagt ja auch jeder Zahnarzt, den Mund mit ein bisschen mit Wasser auszuspülen, und das kann man ja runterschlucken, ist ja klar. Das ist gut für die Zähne. Aber ansonsten empfehle ich euch folgende Sache. Das habe ich auch in meiner 21-Tages-Energie-Challenge mit bei. Und zwar folgendes: Versucht wirklich eine halbe Stunde vorm Essen eher was zu trinken. Ja, 0,3, 0,5 Liter, ja. Oder versucht eine halbe Stunde nach dem Essen das erstmal was zu trinken. Ja, beim Essen empfehle ich gar nichts zu trinken, weil dann könnt ihr euch wirklich eure Optimierung der Verdauung, dann könnt ihr euch wirklich darauf konzentrieren. Aber der wichtigste Tipp an der Stelle ist folgender: Esst bitte wirklich mal in der folgenden Reihenfolge. Ihr esst erst das Obst, ihr esst dann den Salat und ihr esst dann die warme Mahlzeit. In der Reihenfolge, weil die meisten Menschen haben ja auch viele Verdauungsprobleme, weil sie zum Beispiel das Obst als sogenanntes Kompott nach der warmen Mahlzeit essen oder den Salat zwischendurch. Das möchte der Körper nicht so, ja, weil Obst und Salat, das ist so wichtig, weil wenn du das als erstes isst, verbesserst du deine Verdauung deshalb, es wird mehr Magensäure angekohlt, die brauchst du für die Verdauung. Probier das mal. Auch Blähungen werden dadurch deutlich weniger, ja. Wie gesagt, es hängt immer ein bisschen vom Detail ab. Und wer kennt den Superfood-Begriff nicht? Ja, kommt ja immer mehr, hat aber auch seine Berechtigung. Ja, ich empfehle euch, mal folgende Superfoods gerne auszuprobieren. Ja, also, wir haben als Superfoods, die viele Ballaststoffe enthalten, Kokosmehl, Flohsamenschalen, Baobabpulver, Leinsamen, Chiasamen, wie gesagt, auch als Mehl zur Verfügung. Ansonsten Geschrote kaufen. Ja, wir haben Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Teff, Leinöl, Sesam, Mohn, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und vieles, vieles mehr, ihr Lieben. Ja, da sind auch überall viele, viele Ballaststoffe drin. Ansonsten, ihr Lieben, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch an dieser Stelle wieder gefallen, hat euch ordentlich Mehrwert gegeben. Ja, wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem Weiteren und bis bald bei ihr.